Das fühlt sich echt an wie das Erwachen nach meiner Übernachtung am Nordkap letzten Sommer. Da war es dann auch windig, kühl, neblig am nächsten Morgen, sind wir auch so schnell wie möglich abgehauen. Aber was brauche ich da ans Nordkap fahren, wenn ich die gleiche Erfahrung auch hier auf einem Kohlacker bei Villingen haben kann? Willkommen in den Tiefen des Schwarzwaldes. Ich bin gerade auf dem Weg zum Einkaufen, denn ich will heute zu einem russischen Supermarkt. Da gibt es nämlich ein paar spezielle Sachen, die es im deutschen Supermarkt nicht so unbedingt gibt. Deswegen finde ich das einfach einen ganz interessanten Laden. Und ich habe mir gedacht, warum nicht hinlaufen? Der ist ungefähr 30 Kilometer von mir zu Hause entfernt. 10 Kilometer habe ich gerade schon meinen Bus zurückgelegt, damit ich das heute auch noch schaffe, weil ich bin ein bisschen später los. Aber ungefähr 20 Kilometer liegen noch vor mir und nicht ganz, weil jetzt habe ich auch schon so... Sagen wir mal, 4 Kilometer habe ich ungefähr schon hinter mich gebracht in den letzten, ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Ich habe mich auf die Uhr geschaut, aber ein bisschen Zeit ist vergangen. Ein bisschen Kilometer habe ich hinter mich gebracht und den höchsten Aufstieg dieser Tour habe ich jetzt gerade auch schon hinter mich gebracht. Schaut mal, hier könnt ihr das sehen. Da bin ich quasi gerade die Steigung hoch. Jetzt bin ich ganz oben angelangt, jetzt geht es wieder runter. Später kommt dann noch mal ein bisschen Steigung, so ein kleiner Hubbel. Aber ich glaube, das wird alles ein Witz sein, verglichen mit dem steilen Aufstieg von gerade eben. Den wollte ich jetzt einfach auch direkt zügig hinter mich bringen. Darum habe ich jetzt auch erst danach angefangen zu filmen. Weil jetzt können wir wirklich auf mehr oder weniger ebener Fläche oder halt bergab genüsslich und in zügigem Tempo voranschreiten, dass ich das heute auch noch schaffe. Also es wird wahrscheinlich gerade so die Sonne untergehen, wenn ich da ankomme. Ich lasse mich überraschen. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das mache. Ob ich dann irgendwo im Wald übernachte oder direkt von dort mit dem Bus zurückfahre oder was auch immer. Schauen wir mal. Schaut mal, das hier sind mal wirklich ein paar massive Heidelbeersträucher. Die meisten Heidelbeersträucher, die ich hier bisher am Schwarzwald angetroffen habe, waren höchstens kniehoch. Aber der hier zum Beispiel, gut, der ist jetzt auch nicht wirklich auf meiner Augenhöhe, weil er erst hier oben anfängt zu wachsen. Aber trotzdem, von hier unten bis hier hoch, ist schon mal auf jeden Fall, ja, es ist schon echt wie so ein, wie ein kleiner Baum halt, hä? Es ist nicht nur wie so ein kleines Kraut, was auf Boden wächst, nein. Die Heidelbeersträucher, die kann ich schon ein bisschen mehr respektieren. Nee, natürlich respektiere ich alle Heidelbeersträucher. Habe ich ja schon in allerlei Videos ausführlich dargelegt, warum ich die so schön finde und warum ich die so gerne mag und so weiter. Aber auch toll zwischendrin einfach mal so ein paar ziemlich große von denen zu sehen. Gerade hat ein Eichhörnchen Bombardement auf mich gestartet. Es fielen ja die ganze Zeit irgendwie Bucheckern runter, beziehungsweise Bucheckernschalen, begleitet von irgendeinem Fiepsen und Summen, was halt Eichhörnchen für Geräusche machen. Und es rennt jetzt hier gerade irgendwo oben im Baum rum. Aber jetzt, wo ich anfange zu reden, haut es wahrscheinlich gerade ab. Aber auf jeden Fall sehr schön, auch mal so Wildtiere aus der Nähe zu sehen und beobachten zu können. Es ist mir auch kurz gelungen, das ein bisschen für euch zu filmen. Und ja, sehr schön. Aber ich muss mal ein bisschen hinne machen. Ich bin nebenbei so viel am Filmen, um auch schöne Schnittbilder zustande zu kriegen, dass ich wahrscheinlich mit der Zeit heute nicht so ganz klar kommen werde. Schauen wir mal, wie Dinge sich entwickeln. Wow, hier auch schon wieder eine Menge schöner Pilze am Wachsen. Klar, die letzten Tage war es am Regnen. Jetzt ist heute noch mal ein wärmerer Tag, also alles in allem diese Kombination aus Wärme und Feuchte, das ist einfach perfekt für die Pilze, die jetzt überall auf dem Boden sprießen. Auf jeden Fall eine richtig interessante Gegend hier. Nachdem ich den Aufstieg jetzt mal geschafft habe, ist das Ganze wie so ein, wie ein Hochmoor. Es ist moorig, sumpfig, es wachsen auch überall Sumpfbinsen und andere hohe Grasarten, also wirklich saftiges Grün, wohin das Auge blickt.
wunderschön. Und da undurchdringliches Dickicht. Toll, richtig toll hier. Da hat sich langsam mal zwischendrin was zu genehmigen. Oh, voll mit der Kamera gegen den Schädel geknallt. Zur Stärkung für zwischendurch habe ich Post bekommen, und zwar von einer Zuschauerin von mir. Die hat mir netterweise diese Kugeln hier selber gemacht. Vielen Dank nochmal. Die bestehen aus Datteln und Nüssen und noch ein paar andere Zutaten und wurden in Kokosraspeln gewälzt. Davon waren vor kurzem noch in dieser Dose hier zwei Schichten drin. Aber ich konnte mich leider nicht beherrschen und habe schon ziemlich viele gegessen, bevor die Tour losging, weil sie einfach sehr lecker schmecken. Aber es sind schon noch einige da. Und das ist mein Proviant für die Tour. Sehr energiereich. Lecker. Ebenfalls habe ich noch eine Packung Nüsse dabei, von denen ich zugegebenermaßen auch schon einige auf dem Weg gegessen habe. Aber dafür habe ich sie ja mitgenommen. Damit ich nicht wieder in Wassernot komme wie beim letzten Mal, habe ich diesmal 2 Liter dabei. Oh, hier ist es gerade erstmal sauer mein Schlüsselbund aus der Rucksacktasche rausgerasselt. Zum Glück habe ich das noch bemerkt. Weil, stell euch mal vor, der wäre hier im Wald liegen geblieben. Mit all den wichtigen Schlüsseln dran. Was würdet ihr am wenigsten verlieren wollen? Schlüsselbund, Handy oder Geldbeutel? Ich muss gerade widerstehen, direkt nochmal eine zu essen, aber... Ich werde mir später dankbar dafür sein, wenn ich die auf dem Weg essen kann, so in 1-2 Minuten, wenn ich wieder laufe. Weil da ist es einfach noch toller. Sonst läuft man los und denkt, oh, jetzt wäre es so gut, welche zu essen. Und so kann ich mir dann gleich denken, oh, so gut, dass ich jetzt wirklich welche essen kann. Bisschen kompliziert ist übrigens zu filmen, wenn ich den Selfie-Stick und die Box in einer Hand halte. Boah, toller Pilz. Und hier kommt direkt nebendran noch ein Fliegenpilz aus dem Boden. Und da ist schon ein ziemlich großer Fliegenpilz angeknabbert. Der Wegabschnitt hier gefällt mir gerade besonders gut, weil er einfach sehr verwildert ist. Hier ein bisschen Flugsamen aufwirbeln. Ah, schön. Okay, das war zwar nur ein kurzes Vergnügen, weil hier geht es jetzt schon wieder weiter auf einen befestigten Weg. Aber besser kurz als gar nicht. Ha, hier steht eine Hütte, ist schon mal sehr gut zu wissen. Krummränkle-Hütte heißt die. Also Ränkle, Verniedlichung von Ranke, nehme ich mal an. Und es ist sehr, sehr gut zu wissen, dass diese Hütte hier existiert. Weil da könnte ich natürlich im Zweifelsfall auch drin pennen. Ich bin jetzt noch ungefähr 15 Kilometer vom Ziel entfernt. Ist natürlich noch viel zu früh, um jetzt sich schlafen zu legen und dann morgen weiterzumachen. Aber vielleicht auf dem Rückweg oder weiß der Geier. Jedenfalls gut zu wissen, 15 Kilometer vom Ziel entfernt auf dieser Strecke befindet sich
die Krummränkle-Hütte am Krummränkle-Weg. Hier haben wir noch ein Kreuz. 1869. Ein verwitterter Stein mit einem Spruch drauf, aber ich werde uns das jetzt nicht antun, zu versuchen, das zu entziffern. Sonst bin ich morgen früh immer noch nicht angekommen. Darum geht es schnurstracks weiter. Ja, mal ein Binsenweg. Leider nicht ein Sumpfbinsenweg. Würde besonders gut zu der ganzen Vegetation hier passen. Aber am Binsenweg bin ich auch einverstanden. Schaut euch mal den märchenhaften Trampelpfad an, auf dem ich unterwegs bin. An den Seiten dick bemooste Bäume. Auf dem Boden auch überall Moos. Und hier führt einfach dieser wunderschöne kleine Pfad mitten durch den Nadelwald. Vor allem auch die Kante. Es ist so, als hätten sich alle darauf geeinigt, bis hierhin zu laufen und nicht weiter. Und dadurch entsteht eben dieses wunderschöne Bild von so einem geschlängelten Strich, der sich hier schön durch den Wald windet. Macht richtig Spaß, hier drauf zu laufen. Das ist das, was ich eigentlich von so einer Tour erwarte. Erwarten, das klingt jetzt so, als ob da so ein Druck dahinter wäre. So meine ich es gar nicht. Aber das ist einfach das, was ich mir erhoffe von so einer Wanderung zum russischen Supermarkt. Einfach mal hier durch solche abgelegenen Gegenden auf schönen, gebundenen Pfaden laufen. Traumhaft. Vorhin war ich noch beeindruckt von den hohen Heidelbeerbüschen. Inzwischen sind die längst Standard. Hier ist gefühlt der ganze Wald zugewachsen mit Heidelbeerbüschen dieser Größe. Und es ist überall dieses, es ist überall dieses dunkle, sehr saftige Grün, ne? Und das ist für mich auch so typisch Schwarzwald. Es hat was sehr, sehr Märchenhaftes, wie die Illustrationen in alten Märchenbüchern. Wisst ihr, wir schauen Filme, zocken Spiele und so weiter, die in irgendwelchen verwunschenen Märchenwelten spielen. Aber im Prinzip leben wir in der Realität in einer Welt, die diese Schönheit in sich birgt. Es ist nicht so, dass die Realität inspiriert ist von Fantasy-Geschichten. Nein, umgekehrt. Diese Geschichten sind inspiriert von der Schönheit der Realität. Das heißt, wir können das alles wirklich erleben. Wir können wirklich diese Abenteuer und dieses Aufbruch ins Ungewisse, das können wir alles in echt erleben, wonach wir uns sehen, wenn wir solche Filme schauen und wenn wir die Landschaften darin sehen. Es ist möglich, das im echten Leben zu haben. Es ist nicht nur möglich, sondern es ist eigentlich total einfach. Schau mal, ich muss einfach nur hier in den Wald reinlatschen und schon bin ich hier und ich kann überall hinlaufen. Ich könnte auch von hier nach China laufen, rein theoretisch. Also, wenn es einen wirklich richtig danach dürstet, nach einem echten Abenteuer, dann kann man das einfach haben. Es ist nicht so, dass es nicht möglich wäre in unserer Welt. Und das finde ich eben das Schöne. Und das ist das Schöne daran, Mensch zu sein und das Schöne daran zu existieren. So langsam wird das Ganze hier ein bisschen lichter. Ich bin jetzt aus dem richtig tiefen Wald raus und es wird auch immer wärmer, weil ich immer tiefer komme. Ich bin jetzt ganz in der Nähe von Villingen-Schwenningen und das ist einfach nochmal ein viel milderes Klima hier. Jetzt fühlt sich diese Wanderung fühlt sich gerade jetzt echt an wie eine Reise zurück in den Sommer. Diese paar Grad, die machen richtig viel aus. Da, wo ich vorhin noch oben unterwegs war, soll es maximal 17 Grad heute werden und in Villingen selber 26.
Also auf jeden Fall schon ein großer Unterschied. Hier hört man es natürlich auch den Lärm von der Straße ganz gut, weil jetzt, wie gesagt, bin ich langsam wieder aus dem Wald raus. Jetzt wird es wieder ein bisschen zivilisierter. Und dann muss ich quasi an Villingen vorbei, dann nochmal ein bisschen durch den Wald. Und dann kommt so ein kleinerer Nebenort. Und dort soll dieser Supermarkt sein. Ich lasse mich mal überraschen. Ich schaue mal. Ich rechne auch damit, dass ich da heute gar nicht mehr wirklich hinkomme, sondern dass ich quasi erstmal mir im Wald noch ein Stückchen suche, wo ich übernacht oder ein Plätzchen und dann morgen früh dort einkaufen gehe. Aber das sind alles noch Details, die ich noch klären muss. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Ich bin selber gespannt. Noch 2 Stunden, bis die Sonne untergeht. Hier soll ich scheinbar gleich über die Straße drüber und dann soll da der Weg weitergehen. Ich weiß nicht, ich traue dem Braten nicht so richtig, weil kein Weg und nichts, einfach nur Gestrüpp. Sieht auch überhaupt nicht so aus, als ob man da weiterkäme. Vielleicht bin ich auch irgendwie falsch geortet von der App oder so, ich weiß nicht. Aber ich renne jetzt einfach mal ganz schnell rüber. So, okay. Oh, ja, das habe ich nicht gesehen von der anderen Straßenseite. Aber es geht weiter, ja, sieh mal einer an. Also, auf Komoot kann man relativ gut vertrauen, zumindest in dem Beispiel jetzt. Boah, Springkrautkapseln in Hülle und Fülle. Ich liebe es, die explodieren zu lassen. Okay, die sind nicht so richtig reif. Gehen nicht so richtig in die Luft. Manche, aber manche halt schon. Also doch. Wow. Richtige Dschungelexpedition hier, so lobe ich mir das. Ich liebe das, wenn Wege nicht einfach nur Schotter und befestigtes Gelände sind, sondern wenn es auch mal so richtig durchs Gestrüpp geht, wie hier. Kann man natürlich auch einfach leicht haben, indem man einfach von sich aus durchs Gestrüpp läuft. Aber wenn offizieller Weg diese Optik hat, dann habe ich da natürlich auch nichts gegen einzuwenden. Es ist natürlich ein bisschen gemein, wenn er auch mal mit ihrem Rollator unterwegs ist und denkt, okay, cool, ich gehe einfach mal die Komoot-Strecke entlang. Und dann wird sie hier entlang gelotst, über die Straße drüber und so weiter. Aber ich denke, für diese Fälle sind die Strecken auch gar nicht gemacht. So, okay. Und immer tiefer rein. Wow, das hätte ich echt nicht erwartet, dass mich hier sowas empfängt. Aber umso besser. Ein Dickicht aus Ahorn, Ebereschen und Brombeeren. Was für eine Veränderung auch in der Landschaft jetzt hier. Innerhalb weniger Stunden habe ich zu Fuß quasi ein ganz anderes Gebiet erreicht. Schaut mal, hier wird Mais angebaut. Es ist wärmer, wie ich schon gesagt habe. Und es wirkt einfach alles nicht mehr so urig und nicht mehr so abgelegen. Man sieht es auch ganz klar an den Laubbäumen, die hier jetzt wachsen. Nicht nur Fichte und Tanne mehr. Wow! Und zum Thema Laubbaum kann ich euch hier mal was ziemlich Fettes zeigen, was aber leider nicht mehr lebt. Der wurde wohl mal von dem Sturm dahin gerafft. Dieser Baum, eine Eiche oder was das mal war. Okay. Hört ihr das? Rinde klingt sehr luftig. Boah, das war aber schon auch ein Mordsbrummer hier. Guckt euch mal dieses Überbleibsel an, das dort noch wächst. Komme ich jetzt gerade nicht näher ran. Beziehungsweise ich müsste mich hier durch die Himbeeren durchkämpfen, aber das spare ich mir jetzt. Ab über die gefällten Kiefern und weiter geht's. Oder auch nicht, weil hier scheint erstmal Ende Gelände zu sein. Hier sind ein paar Bienenkästen. Wahrscheinlich führt da am Wald. Ah, verstehe, hier. Schaut mal, das ist der eigentliche Weg. Dieser Trampelpfad da.
So, jetzt lande ich hier direkt auf der Wiese, während der Bauer vorbeifährt. Freut er sich bestimmt auch. Naja, scheinbar. Ja, ich muss jetzt einfach hier am Waldesrand entlang. Und das mache ich jetzt auch einfach mal. Ganz ehrlich, was für ein traumhafter Tag heute. Da habe ich mir gerade das richtige Wetter rausgesucht. Vielleicht nicht die richtige Soundkulisse, weil da oben gerade ein Hubschrauber kreist, aber egal. Gestern kühl und Regen, ab morgen Nachmittag wieder kühl und Regen. Nur heute warm und Sonne. Den Tag muss ich nutzen, habe ich mir gesagt. Da muss ich zum Einkaufen wandern, in den russischen Supermarkt. Und so wird es jetzt gemacht. Auch wenn ich heute wahrscheinlich gar nicht mehr den Einkauf tätigen werde, aber ist so egal. Ich bin jetzt schon, ich weiß nicht, so vielleicht 10 Kilometer noch entfernt. Aber ich komme dem Ziel immer näher und das wird schon. Ha, ehemalige Burg Runstahl. Erstmals wurde die Erdhügelburg um 1111 erwähnt. Ihre Erbauer waren die Herren von Runstahl, zähringische Ministralien um 1200 und so weiter, dies, das. Also auf jeden Fall stand hier mal eine Burg. Davon ist nicht mehr so viel übrig. Dafür scheint aber eine richtig fette Eiche dort zu wachsen, wo früher mal die Burg war. Dieser von Bäumen überwucherte Hügel ist ein gutes Symbol für die Vergänglichkeit alles Weltlichen, der auch die Burg, die hier einst mal thronte, anheimfiel. Also gleich hat sich's mit der ländlichen Idylle, weil jetzt geht's erstmal ein ganzes Stück durch Villingen durch, also durch die Stadt. Und dann wird's nochmal ein bisschen ländlicher, bis dann nochmal der Nebenort kommt, wo sich der Supermarkt befindet. Und ich muss auch mal eine Entscheidung treffen, ob ich jetzt hier noch im ländlichen bleib und irgendwo mein Lager aufschlag, oder ob ich noch die Stadt durchquer und hoffe, dass dann irgendwo nochmal eine Stelle geht, nochmal eine Stelle kommt, wo das geht. Aber ja, das wird die Karte sein, auf die ich setze. Also jetzt einmal so schnell es geht durch die Stadt durch. Es ist noch total ländlich hier. Man meint nicht, dass in ein paar Minuten die Stadt losgeht. Aber so ist es. Einmal hier so im Affenzahn durch die Stadt durch. Und dann sehen wir uns wieder. So, Villingen habe ich jetzt durchquert. Und hier sehen wir auch quasi diesen Pfahl mit dem Wappen, der nochmal darauf hinweist. Villingen. Aber für mich endet die Route ja natürlich noch nicht. Weiter geht's. Diese Straße hier erobert sich die Natur Stück für Stück zurück. Wie man diesen Busch sehen, der da einfach mal aus einer Asphaltspalte rauswächst. Ja, also jetzt noch eine Stunde bis Sonnenuntergang. Da hinten sehen wir schon die sinkende Sonne. Und so langsam wird es mal Zeit, ein Plätzchen zu suchen, wo ich heute die Nacht verbringen kann. Aber alles ganz entspannt. Die Zeit drängt jetzt nicht übermäßig, aber so langsam behalte ich das halt mal im Hinterkopf, dass es ganz gut wäre, nach so einem Ort Ausschau zu halten. Ich habe mal sehr, sehr spannendes Gelände hier. Geröll, alles ein bisschen verdorrt. Was ist das für ein Ort? Das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie ein Steinbruch oder so. Ja, hier wird irgendwas gebaut. Okay. Ja, das Wichtigste ist für mich, dass ich jetzt mal die Stadt hinter mich gebracht habe. Das ist schon, ja, ist eine sehr interessante Gegend hier. Also jetzt ist der Kontrast halt noch härter zu vorhin. Als ich vorhin hier über Märchenwelt und so weiter geredet habe, im Wald, das war ein völlig komplett anderes Pflaster als hier jetzt.
echt sehr reizvoll. Hätte ich nicht gedacht, dass auf dieser Tour innerhalb so kurzer Zeit solche vielen verschiedenen Eindrücke auf mich einprasseln werden. Ich habe mich gerade mit laufender Kamera ganz vorsichtig diesem Vogel dort genähert, bis ich dann erkennen durfte, das ist einfach nur eine Skulptur. Aber ich sag mal so, gegen den helleren Himmel von weiter weg bin ich schon drauf reingefallen. Habe ich mir gedacht, boah, jetzt noch so ein schöner Shot von einem Vogel, das würde einfach das Video über den heutigen Abend noch abrunden. Es gibt hier eine Menge Hecken einfach zwischen den Feldern, auch mit Bäumen drin und so. Ich spiele gerade mit dem Gedanken, da vielleicht auch irgendwo die Hängematte reinzuhängen und da die Nacht zu verbringen. Also es sind jetzt noch 5 Kilometer bis zu dem Supermarkt. Ich könnte einfach jetzt da hinlaufen noch. Dann, wenn ich da wäre, wird es gerade so dunkel werden. Meinen Einkauf tätigen und dann in Bus und heim würde gehen. Aber ich will euch ja halt auch noch meinen Einkauf präsentieren. Ich überlege gerade, ob ich euch den Einkauf dann einfach zu Hause bei mir präsentiere am nächsten Tag oder ob ich das Ganze hier jetzt noch ein bisschen ausdehne mit Übernachtung und dann morgen früh den Einkauf tätige. Genügend Wasser habe ich, genügend zu essen. Naja, ist ja kein Problem, wenn ich dort morgen einkaufe. Schauen wir mal, ich werde es hier noch ein paar Minuten lang gehen, drüber nachgrübeln und dann mal sehen, wie die Lage sich entwickelt. Jetzt gerade bin ich übrigens am zweiten Hochpunkt angekommen. Das heißt, das war jetzt der letzte Aufstieg, der auf dieser Tour noch vor mir gelegen hat. Das bedeutet, jetzt wäre ich dann noch schneller, noch heute Abend dort. Mal gucken. Okay, folgendes. Hier geht der Weg weiter und man hört die ganze Zeit wahrscheinlich den Lärm von Autos. Denn direkt dort führt die Autobahn vorbei. Und im Prinzip bis zum Supermarkt führt der Weg jetzt mehr oder weniger an der Autobahn entlang. Da sind auch ein paar Waldflächen, ich sehe die schon. Klar könnte ich da die Hängematte reinhängen, aber es wäre mega laut. Deswegen verzichte ich darauf, irgendwo direkt entlang der Autobahn zu pennen. Nein, ich laufe jetzt noch mal 1-2 Minuten den Weg zurück auf die Spitze des Hügels. Und dort befindet sich nämlich eine Bank. Und ich werde jetzt einfach mal ein neues Experiment starten heute Nacht und versuchen, auf dieser Bank zu übernachten. Mal schauen, ob es klappt. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, bitte sehr. Sieht doch eigentlich ganz einladend aus. Bis auf die extra Portion Vogelschiss, die ja schon alleine klebt. Aber damit werde ich schon klarkommen. Ah, toll. Dann habe ich jetzt sogar noch ungefähr eine halbe Stunde Zeit, um es mir gemütlich zu machen, bevor die Sonne untergeht. Ich habe immer noch weit über 1 Liter Wasser da drin. Heute habe ich seit langem mal wieder die aufblasbare Isomatte dabei. Weil ich mir irgendwie schon so gedacht habe, okay, wäre ganz angenehm, heute Nacht mal wieder weicher zu schlafen. Und jetzt hier, da ich tatsächlich auf einer Bank schlafe, erweist sich das als richtige Entscheidung. Die ist so schön orange wie der Sonnenuntergang. Wie man sich bettet, so liegt man. Und hier liegt sich jetzt eigentlich ganz angenehm. Schlafsack werde ich dann natürlich auch noch gleich aufmachen. Ich werde auf jeden Fall mit langer Hose und mit Jacke in den Schlafsack reingehen, weil der Nachteil an der Position hier oben ist halt, ich bin quasi auf der Spitze von dem Hügel und Windschutz ist überhaupt nicht vorhanden. Des Weiteren hört man die Autobahn immer noch sehr, sehr laut, nur halt nicht so laut, als wie wenn ich da direkt an dem Weg an der Autobahn irgendwo im Wald wäre.
Mal schauen, wie die Sache sich hier entwickelt. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich jetzt erstmal einen Platz gefunden habe. Meinen Rucksack werde ich hier an die Banklehne hinmachen. Ich muss mal schauen, dass ich das irgendwie mit dem Brustgurt so hinbekomme, dass der da quasi festgeklemmt ist. Ah, halt, so. Ha. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Dann hier vorne rum noch Bauchgurt zumachen. Beziehungsweise das war der Brustgurt. Bauchgurt mache ich auch noch zu. Wunderbar. Also von der Autobahn weht gerade die ganze Zeit nicht nur der Lärm rüber, sondern auch ziemliche Abgase. Also was die Luftqualität angeht, wird es heute Nacht leider nicht so angenehm, wie ich das sonst von Waldübernachtungen gewöhnt bin. Aber gut, davon geht die Welt auch nicht unter. Zumindest jetzt hier für mich gerade, heute hoffentlich nicht. Zwei von diesen Kugeln habe ich mir noch aufgehoben. Und die sind jetzt mein Abendessen. Ein paar Nüsse habe ich auch noch. Es schmeckt einfach echt lecker. Es wirkt vielleicht auch immer ein bisschen übertrieben, wenn ich so, lecker. Aber es ist einfach lecker. Ich kann mich dann einfach nicht mehr zügeln. Klar, manchmal in manchen Videos übertreibe ich schon manchmal ein bisschen mit sowas, aber jetzt gerade war es ernst gemeint. Letzte Kugel, spare ich mir jetzt noch ein bisschen auf, ein paar Momente. Bin sowieso froh genug, dass ich mir die zwei noch aufgespart habe. Jetzt hier noch die letzten hellen Minuten genießen. Ja, und dann schaue ich mal, wie es hier heute Nacht so läuft. Jetzt bekomme ich gerade so eine Sehnsucht nach Norddeutschland, nach Weite, nach dem Meer und nach Skandinavien. Weil hier oben diese Hochebene auch so ein bisschen was von Weite hat. Dieses Licht, was durch den leicht bewölkten Himmel steht. Und dann fliegen hier die ganze Zeit noch irgendwelche Schwalben rum. Und es erinnert mich auch immer an Norddeutschland, wo am Strand auch oft irgendwelche Schwalben rumfliegen. Zum Beispiel letztes Jahr an der Ostsee gewesen, vor der Abfahrt nach Finnland. Und dann waren wir da abends auch noch in so einer Bude gesessen, haben Fischbrötchen gegessen und dann sind auch solche Schwalben dort rumgeflogen. Und es war einfach so ein schöner Moment. Und ich freue mich so drauf, mal wieder dorthin zurückzukehren. Nordsee, Ostsee, auch nicht so schwer zu erreichen. Könnte ich, glaube ich, auch richtig geile Sachen dort leben und richtig geile Videos machen. Klar, der Sommer ist jetzt bald zu Ende, da kann man ja prinzipiell auch im Winter hin. Aber ich habe eine Menge Ideen. Ich habe eine Menge Ideen für Dinge, die ich noch erleben möchte. Aber jetzt gönne ich mir erstmal die letzte Kugel. Da dreht noch einer seine letzte Runde für heute. Gebt euch mal den knallroten Vollmond, der da hinten aufgeht. Eins ärgert mich, und zwar, dass ich meine Thermosocken daheim vergessen habe. Es ist mir eingefallen, als ich 10 Minuten aus dem Haus war. Ich habe echt überlegt, soll ich jetzt nochmal zurücklaufen und sie holen? Habe ich gedacht, nein, dann fällt mir noch was ein, dann laufe ich nochmal zurück und nochmal und nochmal. Damit wollte ich gar nicht erst anfangen. Aber wäre vielleicht doch gut gewesen, weil ich weiß jetzt schon, dass ich heute Nacht wahrscheinlich kalte Füße bekommen werde. Aber gut. Mal schauen. Jetzt wollen wir mal nicht einen Teufel an die Wand malen. Also auf jeden Fall war schon mal die richtige Entscheidung, die Isomatte mitgenommen zu haben, die auflassbare. Das ist schon mal auf der anderen Seite dann eine sehr gute Sache, ja. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, wie sich das hier drin heute Nacht gestalten wird. Also es ist ganz klar ein Sommerschlafsack, der ist nur für sommerliche Temperaturen. Zum Glück ist es heute der letzte, ja, halbwegs sommerliche Tag. Die Nacht nicht mehr unbedingt übertrieben sommerlich, aber mal gucken. Wow, sehr rutschig. Sehr, sehr rutschig. Das ist schon mal die erste Gefahr, dass ich da heute Nacht im Schlaf runterrutsche. Zum Glück ist es kein allzu tiefer Fall. Sehr viel tiefer kann ich jetzt nicht mehr fallen. Ne? Das hätte ich heute Morgen auch nicht gedacht, dass ich heute auf einer Bank schlafen würde. Aber ich bin mal gespannt, wie diese Erfahrung sein wird.
Oh, jetzt noch ein Kopfkissen, das wär's. Ja, ich merke jetzt schon, dass die Füße nicht unbedingt extrem warm sein werden. Merke ich jetzt schon. Mal schauen, ob ich noch irgendwas finde, was ich da vielleicht zu den Füßen reinstopfen kann. Aber gut ist schon mal, dass ich hier echt recht weich liegen kann. Das finde ich gerade echt, echt angenehm. Es hat schon fast was von einem Bett. Gerade und weich. Ja, nicht schlecht alles in allem, muss ich doch sagen. Das Schöne ist, ich muss die Schuhe nicht mal mehr ausziehen, um die Kamera zu holen. Ich kann einfach im Schlafsack rüberhüpfen. Kennt ihr noch diesen Sack, der früher immer um die Adventszeit rum in Kika kam? Dieser Sack von, dieser Weihnachtsmannsack. Wie der darf ich mich jetzt bewegen? Inzwischen ist der Mond auch nicht mehr so stark orange am Leuchten, eigentlich kaum mehr. Das ist ganz normal so gelblich-weiß, wie man ihn halt kennt. Aber vor allem beim Aufgehen war echt noch eine ziemlich starke orangene Färbung da. Gut, ich habe jetzt eigentlich alles bereit für die Nacht. Also ich bin noch überhaupt nicht müde. Es ist jetzt 7:30 oder kurz vor 8. So um 7 ist die Sonne untergegangen. Ich werde jetzt noch nicht sofort einschlafen können. Aber es fühlt sich einfach gut an zu wissen, dass alles vorbereitet ist. Alles versorgt, alles verstaut. Ich bin sogar schon im Schlafsack drin, kann den ganzen Spann sitzen. Das ist eigentlich eine richtig gute Art zu übernachten. Okay, jetzt mal abwarten. Ich will den Tag nicht vorm Abend loben, beziehungsweise ich will die Nacht nicht vorm Morgen loben. Aber mal gucken, was so passieren wird. Auf jeden Fall fühle ich mich gerade richtig wohl und genieße es einfach mal noch ein bisschen das Ambiente mit dem wunderschönen Autobahnrauschen. Wir haben es jetzt 21 Uhr, morgen um 7:30 geht die Sonne auf und den Wecker stelle ich so ungefähr auf 7, weil ich will vor Sonnenaufgang aufwachen. Falls es mir wirklich gelingen sollte, jetzt demnächst einzuschlafen, hätte ich fast 10 Stunden Schlaf. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es klappt. Entweder es gelingt mir einzuschlafen, dann wache ich auf jeden Fall vorher auf, bevor der Wecker klingelt, oder es gelingt mir nicht unbedingt einzuschlafen. Dann werde ich so irgendwie in den Morgenstunden wahrscheinlich versuchen, ein bisschen Schlaf zu finden. Wie auch immer. Ich will nicht morgen, wenn es dann hell wird und hier Leute vorbeilaufen, dass sie mich dann hier liegen sehen. Irgendwie ist mir der Gedanke einfach ein bisschen unangenehm. Es sind gerade schon zwei Radfahrer in der Dunkelheit vorbeigefahren, die haben mich auch gesehen. Ist halt so, es ist Teil dieser Herausforderung. Aber am Tageslicht will ich mir das eigentlich sparen. So früh wie möglich raus morgen. Mal schauen, was der Körper sagt, wann er von sich aus aufwacht. Und ansonsten, die Temperatur ist relativ angenehm im Moment hier drin, aber im Laufe der Nacht wird es wahrscheinlich kühler werden. Ich lasse mich überraschen. Und ja, ich fühle mich gerade noch hellwach. Ihr merkt es vielleicht auch daran, wie ich rede. Ich fühle mich überhaupt nicht müde oder ausgepowert oder so. Ich könnte jetzt locker nochmal weiterlaufen, aber das machen wir dann morgen früh. Bis dann. Gute Nacht. Morgen, über allem liegt eine dünne Wasserschicht durch den Nebel und dazu pfeift mir noch ein kühler Wind ins Gesicht, also ein gemütliches Schlafgemach sieht anders aus. Ich werde so schnell wie möglich alles zusammenpacken und dann weitergehen. Erstmal was trinken. Das Wasser ist genauso kalt wie der Wind außenrum. Oh, ich brauche einfach nur Bewegung. Ab geht's. Diese Tüte und die Baumwolltasche habe ich mir heute Nacht über die Füße gestülpt, weil die wie zu erwarten ziemlich kalt waren. Hat ein bisschen was geholfen. Hängematte war mein Kopfkissen. Oh, seht ihr das, wie nass das Ding ist, obwohl es kein Tropfen geregnet hat? Das ist einfach nur der Nebel, der überall rumschwebt. Mein Hochsicherheits-Anti-Diebstahl-System kann ich jetzt auch wieder lösen. Klack. Oh. Ah, sehr gut.
weiter geht's. Das fühlt sich echt an wie das Erwachen nach meiner Übernachtung am Nordkap letzten Sommer. Da war es dann auch windig, kühl, neblig. Am nächsten Morgen sind wir auch so schnell wie möglich abgehauen. Aber was brauche ich da ans Nordkap fahren, wenn ich die gleiche Erfahrung auch hier auf einem Kohlacker bei Villingen haben kann? In dem Gestrüpp hier saß heute Nacht irgendeine Eule, wahrscheinlich ein Waldkauz, und hat irgendwie ganz merkwürdig losgekrächzt, ganz merkwürdige Geräusche von sich gegeben. Und davon bin ich so erschrocken und hochgeschreckt, dass ich einmal kurz losgeschrien habe. Und dann ist sie natürlich ganz schnell weggeflogen. Konnte ich aber glasklar erkennen, weil der Vollmond war so hell. Klar, jetzt ist alles von einer dicken Nebelsuppe umhüllt. Aber heute Nacht, der Vollmond stand so grell am Himmel, dieses ganze Gebiet war glasklar zu erkennen, weil fast kein einziges Wölkchen am Himmel war. Alles perfekt ausgeleuchtet. Und wäre ich nicht so schnell hochgeschreckt, sondern hätte den Schrei bemerkt und einfach nur langsam den Blick gehoben, dann hätte ich diesen schönen Vogel auch beobachten und vielleicht sogar irgendwie filmen können. Weil, wie gesagt, es war eine Menge Licht vorhanden. Okay, aber wie auch immer. Ich bin einfach nur froh, jetzt wieder mich bewegen zu können. Ne? Oh, das war echt keine angenehme Nacht. Erstmal konnte ich ewig nicht einschlafen. Oh. Krankenwagen fetzt über die Autobahn. Hoffentlich kommen sie noch rechtzeitig. Naja, auf jeden Fall, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, heute Nacht, es war keine so angenehme Nacht. Erstmal konnte ich ewig nicht einschlafen. Dann die Autobahn, dann der helle Vollmond. Aber so, das wäre schon irgendwie alles gegangen, wenn dann im Laufe der Nacht nicht auch noch so ein kalter Wind immer weiter zugenommen hätte. Und es ist einfach meine zweite Prognose eingetroffen von gestern Abend. Ich bin erst in den Morgenstunden so einigermaßen eingeschlafen, habe dann immer wieder ein paar Stündchen oder vielleicht auch kürzer geschlafen, wieder aufgewacht, wieder kurz geschlafen, ja, so ein Mischmasch. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich vollkommen erholt bin, aber ich fühle mich immer noch recht energetisch, es ist noch Energie vorhanden. Ich habe auch noch Lust weiterzumachen und vor allem habe ich jetzt mal noch Lust, die letzten 5 Kilometer bis zum Supermarkt zu laufen. Ich habe echt so das Gefühl, dass der gestrige Tag ein letztes Gnadenaufgebot des Sommers war. Aber die Zeiten sind jetzt für die nächsten Monate erstmal vorbei. Hier geht es jetzt durch einen Tunnel. Mahlzeit! Hört ihr den Halt hier drin? Einmal unter der Autobahn unten durch. Und jetzt bin ich auch recht bald da. Bad Dürrheim, da muss ich hin. Noch 3 Kilometer. Ich bin jetzt in Bad Dürrheim angelangt und ich werde jetzt mal noch kurz den Supermarkt suchen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich meinen Einkauf getätigt habe. Ich war jetzt im russischen Laden und ich habe da einige Sachen gekauft und die will ich jetzt mal zusammen mit euch probieren, aber nicht in dieser urbanen Umgebung. Der Weg zu dem Laden war mit Abstand der unangenehmste Teil der ganzen Tour.
wie gesagt, lange an der Autobahn entlang gehen, dann durchs Wohngebiet und so. Ich will einfach nur so schnell wie möglich aus diesem städtischen Bereich raus. Deswegen sitze ich jetzt gerade hier an der Bushaltestelle. Und dann werde ich erstmal im Bus eine ganze Weile lang fahren, bis wir wieder in einem Gebiet sind, wo einfach schöne Natur ist. Und dann werde ich da zusammen mit euch mal meinen ganzen Einkauf auspacken und natürlich auch eine Verkostung machen. Hier gefällt es mir schon besser. Von jetzt an sind es noch 9 Kilometer bis zu mir nach Hause. Und ich habe jetzt quasi die Strecke, die ich auf dem Hinweg gelaufen bin, mit dem Bus zurückgelegt. Und das, was ich gestern auf dem Hinweg mit dem Bus schon mal vorausgefahren bin, das laufe ich jetzt wiederum zurück, sodass ich im Rahmen der gesamten Tour einmal die ganze Strecke abgelaufen bin. Ich freue mich extrem. Ich habe gerade dort über den Fluss einen Eisvogel flitzen sehen. Wunderschöner, türkis leuchtender Vogel. Einer der schönsten Vögel überhaupt in meinen Augen. Ich habe neulich, als ich beim Stausee war, schon einen gesichtet. Aber da ist mir leider nicht gelungen, ihn zu filmen. Hier habe ich ihn kurz drauf bekommen, ein paar Sekunden. Ihr seht in der Aufnahme zwar wahrscheinlich nichts allzu Spektakuläres, aber zumindest so ein kleiner türkiser Punkt, der über den Fluss flitzt. Das ist der Eisvogel und es freut mich wahnsinnig, dass ich wenigstens diese ja nicht so gute Aufnahme, aber immerhin von ihm habe machen können. Seit Jahren keinen Eisvogel mehr gesehen und jetzt diesen Monat auf einmal 3 auf einen Schlag. Beziehungsweise jetzt ist schon Oktober, aber so sagen wir mal, innerhalb der letzten 30 Tage habe ich auf einmal 3 Eisvögel an 3 verschiedenen Orten gesehen. Das freut mich extrem, richtig toll. Waren Ebereschen eigentlich schon immer so schwer mit Früchten beladen? Zunächst mal, seit ich hier im Schwarzwald wohne, sehe ich viel mehr Ebereschen. Vielleicht wachsen hier in der Gegend einfach viel mehr. Und zweitens, die sind alle so dick mit Früchten beladen. Gebt euch mal, wie die Zweige gebogen sind unter dieser schweren Last. Hier der ganze Weg ist gesäumt mit Ebereschen, die nur so gespickt sind mit dicken, orangenen Beeren. Hier soll jetzt eigentlich ein Weg in den Wald reingehen. Da geht bestimmt auch irgendwo einer rein, auch wenn es gerade echt nicht danach aussieht. Aber ich habe auf dieser Tour gelernt, dass oftmals noch ein Weg ist, wo keiner zu sein scheint. Schaut mal hier. Sauerampfer. Schmeckt sauer. Lecker. Ich bin mal wieder irgendwie vom eigentlichen Weg abgekommen. Da unten befindet sich nämlich der eigentliche Weg. Ja, passt. Schön, sieht sehr schön aus, finde ich. Bisschen eingewuchert, schön herbstlich. Jetzt fängt es auch gerade leicht an zu regnen. Gut, dass ich den schützenden Wald über mir habe. Und jetzt will ich mir mal ein Plätzchen suchen, um euch den Einkauf zu präsentieren und vor allem, um einfach mal in Ruhe was zu spachteln. Denn ich habe ziemlich Hunger, könnt ihr euch bestimmt vorstellen. Ich habe gerade so einen richtigen Moment der Erleuchtung, weil an der Stelle, wo ich jetzt bin, die nicht mehr weit von mir zu Hause entfernt ist, war ich schon extrem häufig. Da gehe ich oft hin, wenn ich nicht so viel Zeit habe und wenn ich einfach noch ein bisschen frische Luft schnappen will. Aber ich hatte keine Ahnung, dass ich hier rauskommen würde, an dieser Stelle. Das ist gerade so richtig in meinem Gehirn, verknüpfen sich gerade wieder ein paar neue Synapsen. Und es ist so wie, habt ihr Assassin's Creed gezockt, damals in Assassin's Creed 2, wenn sich ein neues Gebiet in der Stadt freischaltet und dann so
ich kann es nicht in Worte fassen, es klingt jetzt richtig blöd, wie ich das sag. Aber wenn so ein neues Gebiet sich eröffnet und du auf einmal so eine neue Entwicklungsstufe erreichst einfach. So fühlt es sich gerade an, diesen neuen Ort. Nicht diesen neuen Ort, sondern diese Stelle von der anderen Richtung erreicht zu haben. Jetzt verstehe ich, wie der Weg verknüpft ist mit dem, den ich hergekommen bin und alles. Und in Gedanken fliege ich gerade über die Landschaft und sehe sie als Karte vor mir und alle Linien verbinden sich. Und ja, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Aber wenn ihr es nicht versteht, dann mache ich es nur schlimmer, wenn ich versuche es zu erklären, glaube ich. Okay, jetzt aber hier Hunger. Darauf will ich spachteln. Hier seht ihr den Einkauf, den ich mir da rausgelassen habe. Dieses Vollkornbrot, 3 solche Fleischtomaten, rote, 4 solche Einlegegurken, die lege ich aber nicht ein, sondern ich esse die einfach roh. 4 dieser knallorangenen Tomaten, was für eine tolle Farbe. Oh, und auch sehr, sehr guter Duft. Und das ist der eigentliche Grund, warum ich da hingegangen bin, Lachsbauchscheiben. Denn eine wichtige Sache, wenn ein Tier getötet wird, finde ich es gut, wenn so viel wie möglich davon verwertet wird. Wie in der Steinzeit, Mammut gekillt, Werkzeuge aus den Knochen gemacht, Schnüre aus den Sehnen, Fett für irgendwas verwendet, Fell als Matratze verwendet und so weiter. Heute schneiden wir uns das Filet von irgendwas raus und schmeißen den Rest weg. Ich finde es gut, wenn so viel wie möglich vom Tier verwendet wird. Und diese Lachsbauchscheiben, das ist eben was, das kriegt man im deutschen Laden gar nicht. Das finde ich eine sehr, sehr gute Sache, weil da eben auch was vom Tier verwendet wird, was sonst nicht verwendet wird. Und die sind auch sehr, sehr fettig, was auch gut ist. Gesundes Fett im Fisch. Ich habe gerade eine kleine Regenpause erwischt. Es könnte gleich nochmal losgehen, schauen wir mal. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass es im Moment nicht regnet. Hier haben wir den Lachs. Oh, der duftet schon nach geräuchert. Boah, meine Finger sind direkt total ölig. Schmier ich an die Hose. Ist sowieso meine Draußenhose. Klar, das sollte man eigentlich eher zu Hause machen, wenn man das alles dann sich besser die Hände waschen kann und so. Aber hey, sollte, müsste, könnte. Was soll das? Warum sollte man das? Warum soll man es nicht hier machen? Ich mache es hier, also alles in Ordnung. Oh. Mm. So, schneid mal hier mal ein Stück ab. Und dann ist hier natürlich diese schuppige Haut. Die ziehe ich ab. Und wir sehen, wie fettig das ist. Ich mache das Fett auch noch weg. Und das esse ich auch. So, jetzt folgender Plan. Die Brotscheibe hier wird belegt. Mit den Lachsstücken. Ich weiß jetzt schon, dass mein ganzes Kameraequipment nach Räucherlachs riechen wird, wenn ich dann alles anfasse. Die Gurke natürlich, die wird noch dazu gegessen. Und dann aber ganz wichtig, die orangenen Tomaten. Hier ist so ein Fleck, den schneide ich mal raus. Aber diese orangenen Tomaten, ey. Ich kann nicht oft genug hinschauen. Ich fühle mich wie magisch angezogen von diesem schönen leuchtenden Orange. Zack. Da lege ich jetzt noch eine Scheibe auf das Brot mit drauf. Und das ist die Kombination des Genusses für mich. Dafür hat sich der weite Weg gelohnt. Und dieses lecker gewürzte Brot gibt dem Ganzen noch sein Übriges. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so gut schmeckt. Wenn was so gut schmeckt, muss ich mich manchmal zusammenreißen, dass ich es nicht so schnell rein esse. Weil ich will es ja gebührend genießen, versteht ihr? Es schmeckt halt einfach so gut, dass ich direkt noch ein bisschen nehmen will, aber nein. Im Genuss liegt die Kunst, wirklich alles aus der Mahlzeit rauszuholen, weil man dann ja noch mehr davon hat, weil man länger daran isst und länger das, was eigentlich gut daran ist, nämlich den Geschmack, genießen kann. Oh, die sind, schau mal, wie dick diese Scheibe ist. Die kann ich dann quasi nochmal teilen. So habe ich aus diesem Stück hier dann eine
Bedeckung für die ganze Brotscheibe rausgewonnen. Hier ist noch eine Flosse mit drin, das heißt, hier ist ein bisschen härter an der Stelle. Ziehe ich das einfach ab. So, sehr gut. Keine Butter nötig, kein Salz nötig, weil, wie gesagt, sehr fettig. Brauche ich keine Butter mehr und auch schon gesalzen. Und natürlich auch mit einem herrlichen Räucheraroma versehen. Ich liebe es ja normalerweise auch so Tomatenscheiben nochmal mit einer Portion Kräutersalz zu versehen. Aber das kann ich mir hierbei jetzt sparen. Das zweite Brot ist angerichtet. Und das werde ich jetzt auch noch in aller Seelenruhe genießen. Das war jetzt gerade noch ein richtiger Hochgenuss für mich und der war auch perfekt getimt. Denn gerade jetzt zieht ein Wind auf und es fängt wieder an zu regnen. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch Lust auf einen kleinen Nachtisch. Und in dem Sinne werde ich mir mal noch ein paar Preiselbeeren genehmigen, die hier eigentlich wachsen müssten. Zumindest sehe ich hier Preiselbeersträucher. Ja, hier hängen zum Beispiel welche dran. Okay, die eine ist schon ein bisschen angeknabbert. Aber die hier sehen richtig gut aus. Die sehen aus wie auf dem Preiselbeerglas. Wenn das nächste Mal vor dem Marmeladenregal steht und ihr seht die Preiselbeeren im Glas, dann vergleicht das Bild da drauf mal mit dem, was ihr hier gerade gesehen habt. So, das sind 6 Stück, auch sehr gesund. Mmh. Das war jetzt gerade noch der krönende Abschluss des krönenden Abschlusses, den ja die Mahlzeit an für sich eigentlich schon dargestellt hat. Hier habe ich übrigens letzten Winter das Video aufgenommen zu Sturmtief Sabine. Erinnert ihr euch da noch dran? Das war genau das Gebiet hier. So sieht es hier im Sommer aus, beziehungsweise im Herbst. Auch nicht so viel anders, aber gut. Auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt mal von euch. Das war's mit diesem Video, hat mir großen Spaß gemacht. War auch mal eine sehr neue Erfahrung, auf einer Bank zu schlafen, beziehungsweise zu versuchen, dort zu schlafen. Und ich wünsche euch allen alles erdenklich Gute im Leben. Ich bedanke mich für jeden Daumen hoch. Ich bedanke mich bei allen Patreon-Unterstützern und Kanalmitgliedern. Und ich wünsche euch allen, vor allem genau dir, alles erdenklich Gute für dein Leben. Bis zum nächsten Video. Ciao.